So, danke dir, lieber Tino, für die liebe Einführung und die Begrüßung. Ich freue mich, hier zu sein und einen kurzen Impuls zu geben. Ihr solltet meine Folien sehen und hoffe, das könnt ihr alles gut. Falls nicht, bitte melden. Ja, genau, die theologisch-ethische Perspektive. Ich hatte ja, wie Tino gesagt hat, die Professur vorher an der Hochschule für Philosophie, und da gibt es halt auch nur Philosophie, und das hat mich unglaublich entspannt und erleichtert, dort einfach Ethik machen zu können, ohne andauernd zu erklären, was jetzt das Theologische irgendwie in der Ethik zu suchen hat. Denn das ist eine anstrengende Sache, meines Erachtens. Na gut, aber ich habe es trotzdem gemacht, ja, und mich noch mal ein bisschen reingelesen und ein bisschen geguckt. Und vielleicht tatsächlich entwickelt sich ja etwas ein bisschen aus dieser Perspektive. Ich kann vielleicht auch noch mal vorweg sagen, ja, ich bin kein Pädagoge, aber das wollt ihr ja auch nicht, weil ihr seid ihr ja alle, ja. Deswegen kann es auch ein kleines bisschen sperrig sein vielleicht, ja, aber ihr räumt das dann wieder auf, sozusagen miteinander. Und auch, liebe Susanna, wenn wir beide miteinander arbeiten, Texte schreiben und so, fliegen unsere Perspektiven auch immer ja ein kleines bisschen so aufeinander. Deswegen, ja, ich freue mich, dass du am Ende auch noch sprichst und dann all den Quatsch, den ich hier verzapfe, dann auch wieder gerade rücken kannst. Okay, was habe ich vor? Es sind 5 Punkte. Also zunächst erstmal, ja, was ist die theologisch-ethische Perspektive? Und man sieht es an der Gliederung dann schon, der Mensch als Person und die Technik. Ich gehe so ein bisschen auf den Personalitätsbegriff aus, also auf eine Vergewisserung über den Menschen. Dann setze ich mich ein wenig mit dem Begriff, also ich muss das ja rekonstruieren, wenn ich dazu was sagen will, zur digitalen Souveränität. Und mein Modell wäre dann eben diese Frage nach der Literalität, Literacy im Englischen, und Beteiligungsgerechtigkeit zusammenzudenken, um zu gucken, was daraus dann wird. Ihr werdet es sehen, was daraus wird. Zunächst eben dieser Versuch, also was ist denn jetzt die theologisch-ethische Perspektive? Was meint man, wenn man sagt, man arbeitet oder denkt theologisch-ethisch? Ethik muss man auch immer erläutern. Es ist die Reflexionsform der Moral oder die theoretische Beschäftigung mit moralischen Fragen. Oft genug müsste man eigentlich Moral sagen, wenn man Ethik verwendet. Ja, also vielleicht müsste man, ja, also oft genug ist eigentlich sozusagen die moralische Einstellung gemeint, wenn man Ethik sagt. Aber Ethik sozusagen ist eine Reflexionsform auf die Moral. Ja, also das heißt, es ist schon eine Metaform eigentlich immer, und nicht das sozusagen, was sittlich zur Anwendung kommt, sondern es ist eine Reflexion auf das, was sittlich zur Anwendung kommt oder was sittlich beobachtet werden kann. Also Moral ist das, was man beobachten kann, und Ethik ist das, was Leute tun, die darüber nachdenken, was sie da beobachten. Und zwar in ganz verschiedener Weise, urteilend, analysierend und so weiter. Genau, und die Moral ist eben das gelebte Ethos von Individuen oder Gruppen. Das ist so die gängige Unterscheidung. Man muss immer ein kleines bisschen sagen, Achtung, Achtung, die kritische Theorie sieht das anders. Ja, ich will es nicht verkomplizieren, aber es gibt auch andere Begriffe, andere Unterscheidungen zwischen Ethik und Moral. Aber das hier, die ich hier vorstelle, ist die breitest konsensierte, würde ich sagen. Gut, wenn man jetzt weiß, was Ethik ist, dann könnte man jetzt gucken, welche Aufgabe eigentlich die Ethik innerhalb der Theologie hat. Ja, Ethik ist etwas, also was nicht nur in der Theologie passiert, sondern in der Philosophie, also hauptsächlich in der Philosophie passiert. Ja, was passiert jetzt also, wenn man die Ethik in den theologischen Rahmen stellt? So wäre dann die richtige Frage, also die Aufgabe der Ethik innerhalb der Theologie. Das würde man dann sagen, ist eine theologische Ethik. Es gibt zwei Varianten, wie man darauf antworten kann. Nämlich einmal wäre die Aufgabe der Ethik innerhalb der Theologie, die Theorie menschlicher Lebensführung unter dem Anspruch des Evangeliums aufzustellen oder darüber nachzudenken, was das sein kann. Ja? Theologische Ethik wäre also eine Theorie menschlicher Lebensführung unter dem Anspruch des Evangeliums. Und die zweite Möglichkeit, darauf eine Antwort zu geben, auf die Frage nach der theologischen Ethik, wäre, das ist eine hermeneutische Selbstverständigung,
des christlichen Glaubens mit dem Ziel, seine eigenen Konsequenzen für die menschliche Lebensführung und das menschliche Handeln hervortreten zu lassen. Und das sind im Grunde genommen die beiden Wege, sind die großen Debattenlinien eigentlich in der theologischen Ethik. Ja, denkt man die Frage von der vom Menschen, seiner Vernunft und seiner Autonomie her, das wäre Antwort A, oder denkt man die theologische Ethik eigentlich vom Glauben her, ja, und denkt das sozusagen als Glaubensperspektive sehr eng. Das sind also Glaubensethik oder autonome Moral, hat man in der sozusagen in der katholischen Tradition so ein bisschen gesagt. Und Schockenhoff, an dem ich mich hier so ein bisschen orientiert habe, hochverehrt und sehr, sehr klar, leider etwas zu ausführlich, aber sehr, sehr klar, sagt, es gibt keine Media, es gibt keine Via Media. Es gibt keine Möglichkeit, diese beiden Antwortmöglichkeiten eigentlich miteinander zu schränken, sondern am Anfang muss eigentlich eine Entscheidung dafür stehen, wie man das macht. Und er macht es mit dem Ansatz A. Und ich mache es auch mit dem Ansatz A. Also das heißt, ich mache keine Glaubensethik, sondern ich überlege über, wie Menschen ihr Leben führen und wie das dann mit dem Anspruch des Evangeliums vermittelt werden könnte. Ja, das ist eine ganz andere Frage. Es ist wesentlich reservierter quasi im Hinblick auf die Frage der theologischen Ethik. Und dieser Ansatz A, der startet gemeinhin bei der Analyse der Grundbedingungen des Menschseins. Ja, also wir setzen sozusagen anthropologisch an. Anthropologisch bedeutet nicht unbedingt, dass wir schon wissen, was der Mensch ist, sondern es ist sozusagen die Problematisierung des Menschen. Also sozusagen, womit setzt sich der Mensch auseinander? Wie ist sein Selbstverhältnis? Was sind sozusagen die Grundbedingungen dafür? Der Kontext dafür ist dann die anthropologisch gewendete Theologie, also sozusagen im katholischen Kontext zum Beispiel Rana, aber natürlich sehr viele andere, die eben das sozusagen natürlich auch unter der Überschrift sozusagen, es gibt einen Gott, den Menschen denken, aber eben vom Menschen her und seiner Erfahrung her denken. Wenn wir jetzt theologisch arbeiten, dann werden wir zuallererst uns eben an der biblischen Offenbarung orientieren. Das war ja eben das, der Versuch, ja, wie kann man den ethischen Anspruch unter dem Anspruch des Evangeliums denken. Wenn wir uns die biblische Offenbarung angucken, was wir als Theologinnen und Theologen machen sollten, dann stellen wir fest, es gibt, wenn wir die Texte angucken, eine Einheit von Glaube und Leben und eine Einheit von Erkenntnis und Handeln. Das heißt, der Glaube ist aufs Engste verbunden mit einer gemeinschaftlichen Lebenspraxis. Der Glaube hat immer eine praktische Seite und immer eine sittliche Seite. Der Glaube ist nie nur Mystik, sondern das Mystische des Glaubens, das Spirituelle, wirkt sich immer auf Lebenspraxis aus und hat immer eine moralische Relevanz von daher. Und diese Lebenspraxis, die wir beobachten können bei den Glaubenden, die antwortet in spezifischer Weise auf die Erfahrung des Heilshandeln Gottes. Beispielsweise der Dekalog ist dafür ein Beispiel. Ja, wenn man sich den Dekalog anguckt, dann ist das Interessante daran ja eigentlich der Vorsatz. Ja, also weil du uns aus Ägypten befreit hast und dann kommen die Regeln. Also das heißt, der Dekalog als Lebensordnung und Gemeinschaftsordnung der Israeliten ist eine Antwort auf das Befreiungshandeln Gottes. Und deswegen, sozusagen diese Lebensform der Menschen steht immer unter dem Anspruch, kann die sich messen lassen an dem Befreiungshandeln Gottes, was wir erfahren haben. Und das ist sozusagen so die eine der sozusagen zentralen biblischen Profile theologischer Ethik, eben diese Befreiungsperspektive. Was bedeutet das? In diesem zentralen biblischen Profil theologischer Ethik der Befreiung richten wir die Aufmerksamkeit auf Erfahrungen des Leidens, der Ungerechtigkeit und der Unterdrückung als Ausgangspunkt ethischer Reflexion. Ja, also das Volk Israel leidet, also ich mache es jetzt immer an dieser Exodus-Geschichte klar, das kann man noch an anderen Stellen klar machen in der biblischen Offenbarung. Also das Volk leidet, Gott sieht, hört und handelt. Ja, und deswegen geht es um die Erfahrung des Leidens, der Ungerechtigkeit und der Unterdrückung als Ausgangspunkt dieser auf Freiheit fokussierten theologischen Ethik. Wir fassen das in den Begriff der Option für die Armen. Das sind die Unterdrückten.
Und diese Option für die Armen ist in den ganzen Konzeptionen dann das Gerechtigkeitskriterium einer auf Verbesserung angelegten theologischen Ethik. Ja, und dieses, man muss immer dran denken, dieses Befreiungsmotiv drückt, also sozusagen geht immer in die Richtung Veränderung. Ja, das Schöpfungsmotiv ist was anderes. Das Schöpfungsmotiv hat ja eher so eine statische, also da denkt man an Ordnung, was auch natürlich eine wichtige Kategorie ist. Aber die Befreiung ist eine Veränderungsperspektive. Also wir wollen, dass es besser wird, dass es anders wird, dass Leid und Unterdrückung und Ausschluss, Exklusion aufhört. Und das ist der theologisch-ethische Impuls. Ich hatte ja schon gesagt, dass dieser Antwortversuch auf die Frage nach der theologischen Ethik, das war diese Variante A, eben ansetzt bei den menschlichen Grundbedingungen oder menschlichen Grundausstattungen oder der Frage nach dem Menschen. Also der Staat ist bei einer Analyse der Grundbedingungen des Menschseins beziehungsweise der methodische Beginn ist die Rückfrage des Menschen nach sich selbst. Damit starten wir also theologische Ethik. Und eine Möglichkeit, das zu machen, wäre, die Anleihe am Personenbegriff zu nehmen. Der Personenbegriff hat eine lange und große Tradition und kann als Brennpunkt dieser Selbstverständigung des Menschen gelten. Was ist das jetzt, der theologische Begriff der Person? In ihm also im theologischen Begriff der Person kommt die Unvertretbarkeit und Unvergleichlichkeit jedes Menschen sowie seine Autonomie zum Ausdruck. Schockenhoff, Person ist der Mensch nicht aufgrund bestimmter Eigenschaften, die er mit allen Menschen gemeinsam hat, sondern weil er von Gott zur Freiheit berufen ist und aus innerer Selbstbestimmung seinen eigenen Lebensweg gehen kann. Ja, das, ich weiß nicht, das bricht sich ein bisschen mit den üblichen Herangehensweisen, weil wenn wir christliches Menschenbild hören, dann erwarten wir immer eine Liste, ja, also was jetzt, was den Menschen zum Menschen macht, ja, und im christlichen Verständnis. Ja, aber hier ganz klar, es geht nicht um bestimmte Eigenschaften, von daher ist das ein offenes Prinzip. Ja, also es ist sozusagen, weil die kritische Theorie hat immer gesagt, Anthropologie ist vom Teufel, weil immer wenn man versucht, Menschen zu beschreiben, man dadurch immer Menschen ausschließt. Ja, notwendigerweise. Ja, deswegen machen wir das nicht quasi. Wir machen keine Listen, sagen, was jetzt das christliche Menschenbild ist, wer dazugehört und wer nicht dazugehört, sondern es ist hier diese Perspektive, weil er von Gott zur Freiheit berufen ist, ist der Mensch Person. Und aus innerer Selbstbestimmung kann er seinen eigenen Lebensweg gehen. Ich bin Sozialethiker, also das heißt, ich habe die soziale Perspektive, ich vertrete diese soziale Perspektive. Was bedeutet das jetzt, wenn man dieses Personenprinzip, also diese Orientierung an der menschlichen Frage nach sich selbst, wenn man die sozialethisch wendet? Als ein solcher theologisch-ethischer Leitbegriff kommt dem menschlichen Personensein dann in christlicher Perspektive eine wichtige Kritikfunktion zu. Also Personenbegriff ist dann hat ein kritisches Moment. Also diese Kritikfunktion deckt die faktischen Zwänge der gesellschaftlichen Lebensbedingungen, aber auch die Verkürzungen seines eigenen Selbstverständnisses auf, die den Menschen daran hindern, seine Würde als Person zu entsprechen und im Geschöpflichen gegenüber zu Gott zu leben. Das heißt, wir legen den Personenbegriff an gesellschaftliche Kontexte und können dann feststellen, hier passt was nicht. Ja, hier ist die Lebenswirklichkeit der Menschen. Die gesellschaftlichen Strukturen entsprechen nicht dem Menschen als Person. Also das heißt, als Bestimmungsbegriff, als qualitativer Bestimmungsbegriff von Personalität zeigt sich hier und auch an anderen Stellen die Forderung nach freien Entfaltungsbedingungen des Menschen in gesellschaftlichen Kontexten. So könnte man es auf den Punkt bringen. Person fordert das ein, der Personenbegriff fordert das ein. Die Forderung nach freien Entfaltungsbedingungen des Menschen in gesellschaftlichen Kontexten. So, jetzt also zur digitalen Souveränität. Ich muss mich ein kleines bisschen beeilen. Ich habe es hier ausgehend vom Aktionsrat Bildung gemacht. Als digitale Souveränität wird die Möglichkeit verstanden, digitale Medien selbstbestimmt und unter eigener Kontrolle zu nutzen und sich an die ständig wechselnden Anforderungen in einer digitalisierten Welt anzupassen. Aus der Perspektive christlicher Sozialethik ist das eine völlige Verkürzung. Das kommt natürlich noch sehr viel mehr, ja, aber ich nehme es jetzt so, wie es da steht. Ist eine völlige Verkürzung, weil hier Selbstbestimmung im Licht von Anpassung
und nicht im Sinn von Gestaltungsmacht interpretiert wird. Ich meine, dass eine individualistische Sicht des Kompetenzdiskurses, und ich ordne diesen Souveränitätsdiskurs eben in die Kompetenzdiskussion ein, dass der immer dazu tendiert, Menschen fit zu machen für gesellschaftliche Kontexte, die ausbeutend, vermachtend, gewinnorientiert etc. sind und die Menschen eigentlich nur dann gut tun können, wenn diese sich wappnen. Ja, also das heißt, wir machen den Menschen fit und können weiterhin in schlechten Verhältnissen leben. Das macht nichts, weil die Menschen sind ja fit, ja, und können sich wehren dagegen. So. Von daher ist es kein Wunder, dass solche Gutachten von der Wirtschaft finanziert werden. Ja, also das heißt, Business kann weiterrollen, wir müssen uns gar nicht so sehr verändern, müssen gar nicht so große Verantwortung übernehmen, weil das Bildungssystem läuft ja, die Lehrer machen ihre Arbeit und können sozusagen das wieder gerade rücken oder die Menschen fit machen für die Verhältnisse, die wir aus Gewinninteressen schaffen. Also von daher könnte man vielleicht sogar sagen, dass die Rede von digitaler Souveränität und digitaler Kompetenz angesichts von Big Tech und Influencer-Mega-Marketing-Business und TikTok etc. zynisch ist. Wie können wir in solchen Umwelten souverän sein? Geht vielleicht gar nicht. Ich würde sogar sagen, dass das tatsächlich nicht geht, weil die psychologische Marketingmacht, die dahinter steckt, die ganzen Verführungskünste, wenn wir jetzt dann noch an KI-generierte Umwelten denken, sind viel zu machtvoll, um uns mit unseren kleinen Bewusstseinen und Wünschen nach Autonomie und Selbstbestimmung überhaupt dagegen zu wehren. Daher könnte man doch eher bei der Verletzlichkeit des Menschen in technischen Kontexten ansetzen. Wir können gar nicht souverän sein. Wir sind und bleiben verletzlich. Und wenn wir das zum Ausgang machen, dann haben wir eine ganz andere Perspektive. Ausgang nehmen, dann haben wir eine ganz andere Perspektive. Man kann hier bei Henning Luthers Konzept der fragmentarischen Identität ansetzen. Die Rezeption bei Pirker zum Beispiel, die das schon übertragen hat auf digitalitätsethische Kontexte. Auch Sie, lieber Kollege Pirner, haben da auch schon in Ihrem Identitätsartikel schon zugearbeitet. Also ich würde eben die Unmöglichkeit personengerechter Strukturen in der Überwachungsgesellschaft hervorheben. Wenn wir jetzt die Option für die Armen hernehmen, dann ist es ein politisches Konzept. Dass die Option für die Armen möchte nicht die Armen, also die Ungebildeten, die Unsouveränen, fit machen, sondern Gesellschaft so verändern, dass wir alle als verletzliche und in unserer Identität dauernd zur Debatte stehenden Menschen zu unserem Recht kommen. Das ist eine andere Perspektive. Daraus ergibt sich die Forderung nach einem kritischen, politisch ausgerichteten Konzept für die personengerechte Gestaltung digitaler Umwelten. Erst die Politik, sozusagen. Ich habe damals, der Tino hat schon gesagt, die Dissertation ging schon in die Richtung im Grunde genommen. Das war damals so ein bisschen der PISA-Schock und da gab es schon diese Forderungen nach Literalität und sowas. Es war ein ganz bestimmtes funktionales Bildungskonzept, was aus Amerika so ein kleines bisschen rübergeschwappt ist. Ja. Und die deutsche geisteswissenschaftliche Bildung hat sich dagegen immer gewehrt und hat gemeint, nein, es ist nicht funktional und Bildung ist doch viel mehr und sowas. So, und ich habe versucht, in dieser Dissertation damals schon eben ein Konzept zu finden, was auf diesem Grat balanciert zwischen funktionaler Kompetenz und Gesellschaftskritik. Weil diese funktionale Kompetenz, denke ich, kann man nicht ganz wegdenken und sollte man auch nicht ganz wegdenken. Aber wir dürfen auf der anderen Seite, wenn man das aber macht, dann darf man auf gar keinen Fall die Gesellschaftskritik, also das politische Engagement, vergessen dafür. Das muss dem sozusagen entgegenkommen. So, und ich habe das dann mit der Beteiligungsgerechtigkeit gemacht und sozusagen die Idee wäre eben hier Souveränität, Kompetenz, Literalität, im Englischen Literacy, meint glaube ich auch nochmal was anderes, sozusagen so zu denken, dass es eigentlich um Partizipation an Gesellschaft geht, ja, um Beteiligung. Also bei digitaler Souveränität geht es um Beteiligung. Das wäre mein Vorschlag, das politisch eben so zu denken. Und vielleicht kann man damit dann was anfangen, wenn man sagt, eine Gesellschaft ist beteiligungsgerecht, wenn sie menschliche Freiheit unter Anerkennung menschenrechtlicher Gleichheit verwirklicht. Das ist das Befreiungsmotiv, das theologisch-ethische.
Auf Literalität angewandt bedeutet das, dass Literalität als Voraussetzung kommunikativer Teilnahmemöglichkeiten, Bedingung realer Freiheit ist. Das ist der funktionale Aspekt. Und daher für alle ermöglicht werden muss. Es gibt ein Recht auf Literalität, wenn es ein Recht auf Beteiligung gibt. So. Jetzt könnte man eben sagen, digitale Souveränität kann als eine kritische Form der Alltagsliteralität in Gesellschaften rekonstruiert werden, die wesentlich auf computerunterstützte Datenverarbeitung ausgerichtet ist. Ja, also sagen, welche Kompetenzen brauchen wir heute im Kontext moderner Gesellschaften, weil die Gesellschaft heute sagen, computerzentriert, datensammlungszentriert, datenverarbeitungszentriert ist, brauchen wir für die Beteiligung an Gesellschaft eben genau diese Kompetenzen. Genau, ich habe schon gesagt, also die digitale Souveränität muss verbunden werden mit einem kritisch-politisch-ethischen Konzept. Deswegen nochmal eine kleine Erinnerung oder nochmal eine Sortierung, was denn Beteiligung jetzt eigentlich bedeutet, dieser Partizipationsaspekt, von dem ich denke, dass Souveränität im Grunde genommen eine Funktion von Beteiligung ist. Das sind nämlich drei verschiedene Elemente, die hier zusammenkommen. Und glaube ich, alle drei muss man berücksichtigen. Der erste und der wichtigste Aspekt ist, Personen sollen teilhaben an der Gestaltung sozialer Strukturen, in denen sie leben. Und das ist eben der Gestaltungsaspekt und nicht der Anpassungsaspekt. Also das heißt, es geht darum, souverän ist ein Mensch immer nur dann, wenn er die Welten, in denen er selber steckt, selber umgestalten kann. Und nicht sich nur darin zurechtfindet oder anpasst oder Geld verdient oder was auch immer, ja, sondern dass er diese Welten tatsächlich umgestalten kann. Das ist das Element 1. Element 2 wäre, neben diesem Mitbestimmungsperspektive betrifft der Beteiligungsgedanke auch die Verteilung von Gütern bzw. den Zugang zu ihnen. Ja, also das heißt Teilhabe am Wohlstand einer Gesellschaft, an den Möglichkeiten, auch an den computerunterstützten, datenunterstützten Elementen unserer Gesellschaft soll möglich sein und dazu braucht man natürlich bestimmte Kompetenzen. Und dann drittens gibt es noch das Element, dass es auch darum geht, diese Dinge, die gibt es sozusagen nicht von selbst, an denen man teilhat, sondern die müssen ja von irgendwem auch gemacht werden, geschaffen werden. Und das ist sozusagen, unsere Umwelt baut sich auf aus dem, was wir gemeinsam erschaffen. Und wenn wir sozusagen eine Teilhabe an dem einfordern wollen, an Kultur zum Beispiel, dann ist damit auch die Pflicht verbunden oder zumindest eine Verantwortung verbunden, sich auch daran zu beteiligen, dass es diese Umwelt, gibt, dass wir in einer guten Welt leben. Also das ist der kontributive Aspekt. Ja, also wir sind aufgefordert oder wir stehen in der Verantwortung, unseren Beitrag auch zu leisten zu einer guten Welt und einer guten Umwelt. Ja. Dankeschön.